Erzähl doch einfach mal so generell, wenn du auf die Entwicklung guckst vom E-Sports im Vergleich zu anderen Sportarten. Nehmen wir jetzt mal Handball, du warst ja im Bereich Handball tätig oder auch Fußball. Wie entwickelt sich da E-Sports da? Also wenn man die Entwicklung allgemein betrachtet, dann wird Fußball natürlich auch über lange Zeit die Nummer eins bleiben. Aber der E-Sport wird mittelfristig, wenn nicht sogar kurzfristig an manchen Stellen, alle anderen Sportarten ablösen als Nummer zwei. In Deutschland ist momentan Handball zusammen mit Basketball, Eishockey, die kämpfen immer so ein bisschen die Nummer zwei hinter Fußball. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele E-Sport-Titel es gibt, die in Deutschland wirklich aktiv gespielt werden, wenn man die zusammenzählt, dann wird es langsam eng für Handball, auch in Deutschland. Und in Deutschland ist der E-Sport generell noch nicht mal so akzeptiert wie in den USA oder vor allem in Asien. Das ist sehr spannend zu hören, weil wir als Bildungseinrichtung natürlich auch als unsere Aufgabe sehen, an den richtigen Stellen Nachwuchs zu schaffen. Und da ist E-Sports natürlich ein wichtiges Business. Und du kommst ja genau daher. Magst du mal erzählen, was sind so die Tätigkeiten eines E-Sports-Managers? Als E-Sport-Manager stehst du vor allem erstmal vor der Herausforderung, eine Idee zu haben. Das heißt, es gibt ja schon sehr viele E-Sports-Organisationen. Ganz viele kleine, einige mittlere und wenige ganz große. Und wenn du dir anguckst, was die Großen machen, die haben alle irgendwas, wofür sie stehen. Die haben eine Idee, die haben einen Staff und die haben natürlich auch tolle Spieler. Das heißt, für all das bist du gleichzeitig zuständig. Dazu gehören dann natürlich auch diverse Berufsfelder, die du irgendwie zumindest grob vereinen willst oder die du irgendwie grob vereinen musst. Marketing, PR, BWL, Education, Social Media, all das musst du im Prinzip verknüpfen mit deinen Social und Soft Skills. Weil solange du deinen Leuten kein Geld bezahlst, musst du dafür sorgen, dass das, was du von denen willst, deren Hobby Nummer eins wird.